ready? Theoretisch wäre ich ready, aber ich glaube, wir müssten, wenn dann von links oder irgendwie, wir können ja nicht durch die Bären fallen laufen. Warte, ich hol mein Gegner. Ja, von rechts, von rechts. Da, wo vorher unser Behemoth stand. Ja, dann lass mal hier rüber schnell. Mach da zwei, drei Bären fallen auf oder lauf drumrum. Ich muss nur ein bisschen meinen ganzen Stuff wegpacken, weil der Schmidt so gut kommt. Du musst aufpassen, wenn die sich gleich zurückziehen, ne? Ah, jo, stimmt. Ja, sie geht, noch gehen sie nach vorne, also. Da, wo seid ihr, Ghost? Ich pack noch schnell mein Zeug weg. Das war halt ein guter Call. Wir haben einen Spieler gekrippt. Wo war der? Ich glaube, das war einer, der hier rum C4 gerannt hat. Ja. Also ich wäre ready rechts. Wo seid ihr da rechts? Da, wo das Gate war. Die Lücke in der Mitte. Ja, ich glaube halt, da werden wir von Turrets instant weggerippt. Ja, lass uns mal probieren. Giga so close wie möglich hier dran rumlaufen. Ja, so. Go. Lauft mir nicht in die Plants rein. In die Fallen, meine ich. Einer von euch ist scheiße gespawnt. Ja, ich. Der ist vom Gate abgefallen. Ja, gegeben. Meiner ist halt instant irgendwie. Also ich bin instant runtergeschossen worden. Ah, der eine Giga raged auf die. Ja, ich die Gigas ragen einigermaßen auf sie. Ich pack mal ein, wenn die nachher nochmal reinkommen. Und der ist tot. Ja, ist relativ von Arsch, oder? Ja, ich hab noch zwei gute. Ja, aber also der hatte 400 Damage. Ja, deshalb. Also ist halt irgendwie. Der war halt mehr oder weniger Instant-Trip. Grabbelt noch einer, Grabbelt. Ja, meine Grabbel ist drin, ist komplett immobilized. Nice. Jetzt die Turrets auf High. Macht einer die Turrets hoch, dass die Turrets auf das Racer ballern. Pfeile kann sein, dass ich das Brace jetzt bewegen kann. Weil Ja, ich muss loslassen, wow. Der ist schon geslowt. Ja, selbst wenn sie stehen bleiben, ist halt immer noch die Frage, ob ich sie rechtzeitig... Hier, ja, noch ist das. Ich hab 1600 Weight, das müsste jetzt reichen. Seiner Base okay. Bärenfalle. Ich will da jetzt nicht vorrennen, wenn ich gecrabbelt hab. Bärenfalle? Das wäre das Bärenfalle, also das Rechte. Ja, das Rechte. Das Rechte, aber die nächste Bärenfalle erst. Du hast Akku, wenn du nicht nach links hast, du fängst dir einen Kopf. Okay, ja, ist gut. Ich kann halt so nichts machen. Ich soll auch nochmal dran, vorsichtshalber. Ja, wobei ich hab sowieso nicht wirklich was, um da reinzuschießen. Okay. Ja, außer du kannst mir noch Baumbruchpfeile geben. Falls der kommt, will uns angreifen. Wollen wir das andere gerade grappeln? Nee, wie können die da so perfekt jedes Mal zwischen den Bärenfallen durchlaufen, Alter? Was haben die denn da alles an Bärenfallen wieder beseitigt? Mach doch da nochmal fest. Oh, nice! Doppelclown! Schnell! Hab ich! Nice, okay, sag mal, was die für eine haben. Sendet, ja. Ja, aber wie viel? Die haben Sendel mit 120. Das ist eigentlich gar nicht mal so krass, finde ich. Brace ist wieder da, Jungs. Grappling! Ich bin rangegrappelt. Bin dran. Ich hab das Schwein gebodert. Nice, dann erst auf das Schwein. Alle auf das Schwein. Ich hab meine Bärenfalle unter. Da ist ein Spieler an dem Schwein. Vorsicht vor dem zweiten Fahrrad. Ja, ich bin bei. Player von dem Schwein. Hat keine Brust mehr, ist tot. Fehlt das Schwein. Wenn jetzt das zweite Parade noch eine Bärenfalle ist, ist ja awesome. Zwei Bärenfallen. Das eine per Racer dürfte gleich RIP sein, dann könnt ihr das andere holen. Ja, das andere haut ab. Weg. Aber ich hab den Spieler von Daedon und Daedon ist auch tot. Hast du den Spieler von Daedon gelootet? Nice! Spieler! Platte einsammeln. Jetzt, ja. Ab. So, Leute, Grapplings raus, wir warten aufs Taxi. LOL! Die fucking Railgun! Ja, Railgun. Die haben eine Railgun. Legt euch hinter die Foundation. Scheiße. Fuck, Mann. Ich bin hinter der Foundation getötet worden.
Jetzt graben die Base League gerade linke los. Racer, linke Racer. Ist linke Racer. Oh. Overweight, oder? East. Easy, ihr Overweight. Und einfach alle hinter. Nein, ist nicht Overweight. Doch. Ich? Haben alle gegrappelt? Ja. Ja, jetzt. Doch, klar, das ist Overweight. Ja, gerade konntest du aber noch move. Ja, drauf. Leute, denkt dran, wenn ihr sterbt, könnte es sein, dass sich doch wieder bewegen kann. Also lieber ihr einfach hinterm Vault stehen und chillen, anstatt kann dass man, ihr euch das, kann man da hin und Dingsies? Nee, ich glaube nicht. Nein, Noga und Gartry, schießt ihr einfach mit Kontor drauf. Oh, mein Helm ist weg. Ich hab die umgestellt, die bin Turrets, die da getankt hat. Scheiße, lol. Die Railgun von wo? Ich glaube von oben. Der hat von oben reingeschossen. Apfel, geh da weg. Apfel, weg da, weil die Railgun da durchgeschossen hat. Lol, der schießt halt durch den Tresor durch. Es ist halt lächerlich. Ja, dann müssen wir in Bewegung bleiben. Wutz, Apfel fliegt erstmal. Nee, der ist einfach nur geradeaus. Wir müssen jetzt in einem anderen Winkel stehen, dann ist alles fein. Ah, okay. Schießt die Raygun jetzt vom Tower aus? Oder von wo schießt die? Ja, der hat mich auch getroffen. Der schießt durch den Tresor durch. Im Tresor ist das Einschlagloch. Packt euer Schild. Habt ihr ein Schild dabei? Nein. Ghost, du hast keine Pistole. Da ist die direkt beim Golem, der. Ich glaube, ich hab sie. Das ist der, ja. Ich hab ihn. Grappelt. Dann go alle auf. Dann schieß mal weiter auf Razor. Die versuchen halt das Ding hier vorne. Sag ich, soll ich die Railgun grabbeln? Nein, bleib am Razor dran. Außer du. Wenn, dann könnte ich versuchen, die Railgun zu grabbeln. Du hast aber mehr. Bist nicht mehr am Razor? Nee, ich bin nicht auf Full Weight geskillt und ich bin am Razor. Ich hieß gleich im Arsch, Alter, aber so was von. Vor dem Rock Golem ist es. Was? Ist das Razor gleich? Rechts am Fuß. Ja, 10 Meter vom Rock Golem oder 5. Das sind doch Blutflecken, die kommen nicht durch unsere Pfeile. Hab ihn, hab die Railgun. Nice. Wie viel Element hat er dabei? Und was für ein Railgun ist das? Boah. Blut. Nice. What the fuck? Railgun gegönnt, let's go. Also Shadow, du wirfst. Racer ist gleich tot. Racer tot. Logger, kannst du hin? Easy. Jetzt, nächster Stego, der Stego-Deck abgeballert wird. Go, drauf. Dran. Ich hab's. Nice. Was, ich krieg den Duty. Jo, bin auch dran. Da ist auf jeden Fall ein Scheiße, mein Helm ist down. Nice. Ja, Leute, jetzt kann wieder laufen. Nee, ist tot. Da ist ja da. Hab noch einen Typen. Wir müssen mal versuchen, die Spieler zu grabben. Nächster Stego, den ganz linken Stego. Was, den ganz linken? Ja, ganz links, ist gut. Es gibt mal den Duty-Typen. Spieler hat Plan 2, muss runter. Schießt mal derweil aber auf den Juti und nicht auf den Stego. Vielleicht kriegen wir den Juti tot geschossen. Der Juti ist AFK. Auf die Juti grabbeln. Alle Juti grabbeln. Der Juti ist AFK. Stimmt, ja. Moment, AFK, muss eben Bier holen. Scheiß auf den. Ja, grabbelt den Juti. Ja, ich hab den Stego. Ja, alle auf den Juti. Ihr habt Stego Sattels, wer? Bei Jodan hat kein Bock mehr zu healen, hat zu viel Hits. Bin down. Schieß ja alle auf den Juti. C4 dran. Auf den Juti. Nice, schöne Plant. Hier hinten bei mir ist ein Spieler. Hat es da Jodan abgemountet? Kommt, der Juti ist fast down. Alter, was ihr könnt, können wir schon lange hier. Ein Wichser. Nee, Nice, von Juti. Nice, let's go! Wartet noch, nein, erst nein, spät. Nein, erst wenn die Grabbles reingehittet haben. Ja. Erst wenn wir den ersten Loot gegrabbelt haben, dann können wir mal über Plans nachdenken. Hast du jetzt gesagt, den ersten Loot oder den ersten Dude? Den ersten Dude, aber ja, gerne auch den ersten Loot gegrabbelt. Achtung, Turrets. Tschüss, Benny. Ja, wir blocken uns hier halt gegenseitig. Das ist echt cool. Ja, wir können alle einfach unten Kammer stehen bleiben, hier, Eumel. Ich gehe ja wieder runter, mein Gott. Ghost, schrei mich nicht an, ich bin sensibel. Was haben die vor? Oh, also das hier oben bringt, glaube ich, echt was. Zeigen uns ihren Arsch, das ist ein Zeichen für Disrespect. Racer, der Golem kommt, oder? Naja. Racer kommt auch. Ihr könnt hier oben nicht wirbeln, gell, Jungs? Wartet noch. So, Schütter steckt rein. Bei der Racer tankt auf den Racer. Racer! Oh, go, Racer. Bei der ist jetzt wieder raus mittlerweile, aber egal, wenn wir den gestuckt haben, dann können wir den halt auch. Golem, ja. Bleibt auf dem. Ja, das ist halt gut, wenn die Hälfte.
Oder Titan Titans! RIP! Dafür war das jetzt. Scheißteil! Titan, go, go, go! Oh Gott! Halten Sie den Golem noch drin, halten Sie den Golem noch drin! Ja! Ja, ja! Eraser kommt links! Der Titan ist fast down! Ich grabbe schon mal den Eraser, dass er nicht mehr so schnell ist. Okay, wir müssen. Ich hab die alle runtergemountet. Ich hab die alle runtergemountet. Wir müssen auf die Titans. Scheiß auf die. Ein paar Leute tot, das ist gut. Golem down. Alle auf den rechten Titan. Rechter Titan, rechter Titan, rechter Titan. Lass die Scheiße hier da vorne. Also geht es doch, ich bin hardcore blind. Er läuft zu weit nach vorne. Ja. Der ist fast down, der aber der ist. Rechter Titan, rechter Titan. Der ist doch fast im Arsch, Alter. Der Titan ist nice. Im Arsch. Nummer uno. Links. Der ist schlecht gelaufen, der Typ. Ich bin permablind, Leute. Scheiß ja, egal. Drauf, einfach, du siehst den Titan doch. Nein! Mit große da. Ja, das ist große Fette. Oh, geil. Wirklich? Ich dachte, das ist winzig. Ich dachte, Titan hat er wegen seiner Oma geerbt oder so den Namen. Der geht auf links auf den Berg. Der ist halt auch Riff, bis der da ist. Der macht halt gleich nichts kaputt. Sehr schön. Sehr schön. Nice! Sehr schön. Nice. Sättel, die Sättel. Racer ist tot. Holt euch die Sättel. Na, Rip, hol mir den Titanus. Ich bin bei den Bärenfallen vorne, kann ich jemand grabbeln? Mach. Ich grabbel einfach noch schnell den Stego, damit ich irgendwas habe. Soll ich mal den Titan-Sattel? Wollt ihr meinen Leiche? Hab dich. Komm, ja, rein. Ich hab den Titan-Sattel, aber ich bin zu schwer, deswegen packe ich den in einen der Safes, die hier vorne stehen. Ja. Oh, nice one, Jungs. Hinten steht noch ein Blutie, den kann man noch. Let's go, Alter. Die Titans sind unsere direkt. Chancen. Unsere Chancen sind gerade zum 200%. Die fucking zwei Titans sind da und ich glaub's aber auch, Alter. Da ist noch ein Stego. Freunde. Aber das weiß ich. Ja, stimmt. Das ist jetzt, Stego. Also, der ich finde, das ist ein der ist jetzt echt mal geil. Ja, ohne Scheiß. Vor allem, wie wir halt einfach permanent alle gesagt haben: Ja, was machen wir denn jetzt, wenn wir wechseln? Wollen wir noch spielen mal, oder so? Ich hab gerade schon einen Screenshot für Thumbnail gemacht. Sache ist, Alter, ohne Scheiße. Da kam halt der Call. Ja, am Anfang ist der Tierspieler gestorben. Was ist? Nee, hier unten bei der Titan. Am Anfang ist der Tierspieler gestorben. Ich hab's einfach runter wieder. Ich wollte gerade sagen, Titan abbauen. Eraser kommt, Titan abbauen. Die schießen Raketen. Die auf den Stegos sind, habe ich direkt Blend weiter. Da sind schon zwei Spiele down gewesen. Ah, lol. Da kommt nochmal ein Eraser, der Eraser kommt. Deko! Der Kohle! Bye, have a good time! Ich hab mich übel erschrocken, Mann! Ich auch! Crazy Leute, unser Yuti, wieso steht unser Yuti ja, da vorne? Ja, ich hab den zum Abbauen next mitgenommen. Next, Racer, Racer. Go, go, so, tschüss! Bin dran! Ich auch! Ist overweight, glaube ich sogar schon. Ich debuff die mal kurz, wenn die schon keinen Yuti haben. Mach den Reaper da hinten alle. Ja, erst auf den Racer, erst auf den Racer. Ja, der Reaper braucht eine Plant-Set. Das war die Offensive, die wir jetzt hatten. Der Reaper macht sich weg. Ja, scheiß drauf. Ich bin Racer voll. Ja. Ein paar Stego stehen da theoretisch noch. Stego und Yuti haben sie noch. Ja, aber... Racer tot. Racer holst, lootest du, Mother? Ja. Ich nutze es gerade mal ganz kurz, um euch nochmal ein bisschen was zu erzählen, weil ich sonst auch irgendwie einen krassen Sprung machen müsste. Und zwar habe ich jetzt so ungefähr eine halbe Stunde nochmal rausgecuttet, die in erster Linie daraus besteht, dass sie da hinten in ihrer Base sitzen und ein bisschen Zeug hin und her porten, wir viel snipen, wir im Allgemeinen die ein oder andere ein bisschen dümmere Aktion von ihnen verhindern und jetzt kommt auch gleich nochmal eine Aktion, die halt auch so ein bisschen, nicht so wirklich der Shit ist. Ich glaube, es hat sich halt einfach gezeigt, so das war der Turning Point, wo sie da alles reingewastet haben und das einfach alles gerippt ist, haben sie gesehen, so, yo, scheiße, wir kommen da doch nicht durch. Und so wie das der Turning Point für sie war, gab es halt genau den anders gepolten Turning Point bei uns, als wir den ersten Parazer getötet haben. Und ich glaube, das hat man auch halbwegs gesehen in dem Video. Was ich sagen muss, was ich ein bisschen bereue gerade, ist, dass ich im ersten Video das nicht geschafft habe, wirklich zu zeigen, dass wir zwischendurch halt ernsthaft am Überlegen waren, so was machen wir, nachdem die Base weg ist. Also wir haben schon safe damit gerechnet, dass die uns gleich einfach komplett wipen werden. So. Und wir waren eigentlich alle so richtig down im TS. Niemand war so richtig aktiv irgendwie mit Spaß an irgendwas dabei. Nichts hat so richtig geklappt. Es war einfach nicht schön. Und da hatten wir also wirklich eine lange Zeit so das Gefühl, es geht einfach alles im Bach runter und glücklicherweise hat sich da das Blatt nochmal gewendet und jetzt
ja, zeige ich euch noch die letzten paar Szenen und ja, tschüss. Lul. Ja, wenn die Hand rausschaut, kannst du auf ihn schießen. Ja. Drei PTs haben sich gerade auf dem Weg nach links gemacht. Einer mit Shotgun hoch. Ich gehe hoch. Ja, bin mit der Shotgun oben. Die kann man doch auch mit Plan Z Dingensen, oder? Ja, klar. Ja, die kommen. Ja, aber damit flashen wahrscheinlich dann Mate hier. Oder Bolan. Es sollten halt nicht alle hoch. Die sind dran. Aber das ist egal, das halt, so viele können die ja nicht setzen, dass der Turm kaputt geht. Das sind so viele Stufen. Lol. Alle down. Okay. Ah, die haben auch einen Turret zerstört. Egal. Hier ist noch ein Spieler. Einmal um den Tower rum. Wir haben Shadow schon lootet, während hier noch ein Typ rumläuft. Der Blaze C4. Hab ihn. Ah, Turrets. Deswegen. Ich glaub, Leute, ich gehe mal gerade schnell. Also ich habe mein ganzes Gear in den rechten Vault, da vielleicht einfach nichts rausziehen, bitte, getan. Und flieg mal gerade eine kurze Runde mit meiner Schneeeule und guck mal, ob vielleicht jemand die Dinger am Tamen ist. Wenn die beide im Redwood sind. Sag dir kurz die Cords an. Jo. Aber die sind von uns aus gesehen ganz nach links, ne? Wenn du die Base rausfliegst. Bei 80, bei 88, 80 und bei 84, 73. Also einfach recht weit hinten. Also einfach, ja, die andere Seite vom Redwood. Ja. Okay. Richtig. Ja, dann kann ich jetzt weiter spielen. Da spielt jemand vorne. Ich muss das ja auf dem Map gucken. Das Ding ist halt, also die beiden Titans werden nicht getamed. Ja, okay. Dann. Aber lass die jetzt mal abräumen. Wenn sie jetzt abräumen, lass sie abräumen. Ja, komm. Wir müssen uns jetzt nicht unnötig irgendwie noch mehr Feinde machen oder so weiter. Ja, genau. Die hier werden bestimmt nicht noch mehr Feinde. Ich darf aber wohl nett reinchatten, wenn ich den YOLO jetzt frage, ob er noch auf dem Tower sitzt und ob ihm das zwischen uns beiden nicht auch wie kalter Krieg vorkommt. Ja, das kannst du natürlich. Alter, ja, das klar, ist dein Try, mach was du willst. Lol. Fast. Alles, also außer dumme Sachen schreiben, lol. Ja. Das ist doof. Das kannst genau. Du schreiben. Ja, das kannst niemanden. Du tatsächlich schreiben, das stört wirklich niemanden. Nee, aber keine Ahnung halt, also alles, was jetzt irgendwo vielleicht für irgendwelche seltsamen Dinge sorgt. Ich mach halt einfach volles Feuerwerk hier. Ich bin die Artillerie, Jungs, auf geht's. Sagen gerade noch, fragen wir mal nicht. Iso! Mann! Nice. Wieso nicht? Alter. Alter. Denke ich schon. Wer da? Kannst jetzt nichts drauf geben auf die Antwort, super. Was? Ja, wollen wir ihn vorschlagen, wenn sie halt alles der Reihe, also wenn sie halt wirklich, oder theoretisch steht es in den Regeln drin, aber sie könnten halt auch Assis sein, könnten uns jetzt Turrets hier vor der Haustür stehen lassen oder so. Könnten ihn ja so anbieten, so von wegen, yo, wenn ihr alles brav hier aufräumt. Die nehmen doch alles weg. Die machen alles, ja, die haben alles. Beobachtet es erstmal. Ja, da genau. Wenn man es machen lasst, ja, genau. Ja. Will jemand schon mal Fundamente vorknossen zu platzieren? Wenn der Raid jetzt vorbei ist, und dann schießt jetzt aber wirklich niemand rein, ne? Ja, dann lass es. Also, wenn jetzt irgendjemand halt rumböllert oder irgendeine dumme Kacke macht oder so, ne, dann ist halt behindert. Wieder gekickt, instant. Ja, dann mal geh. Geh. Meine scheiß G-Taste hängt halt. Wow. Das hat echt sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, also vor allem. 10-mal so viel wie der vorher, also gegen Brothers. Ja, der davor war ja komplett lächerlich. Okay, sie schreiben es auch. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Was weiß ich. Oh, nice. Ey, aber das Scrabble ist halt echt mega stark. Die Stimmung war mal kurz. Nicht so vorsichtig. Die Stimmung war mal so kurz. Ja, reißen wir unsere Base selber ab oder lassen wir sie abreißen? Ja, echt so halt. Ich sag, sobald an dem Punkt, wo wir ihre Parades das erste Mal geklatscht haben, ist die Stimmung bei denen gekippt. Allein, wo wir das Schwein gekillt haben, so. Als wir diese eine Situation, wo wir dann, glaube ich, Juti in Parades bessere haben. Vorbereitung, nach drei Wochen oder nach mit vier Wochen, soll da denn bessere Vorbereitung sein? So, schreib mal, dann lass uns mal. Nein, los! Da gibt's die Peitsche. Halt, mach das! Also, jetzt ist es.
Ja, Leute, hört ihr mal auf! Seid ihr eigentlich. Warum bin ich jetzt. Leute, mein Leiche macht komplett weg! Alter, Leute! Seht ihr mein Leiche noch? Alter, komplette Eskalation! Jetzt hört auf! Alter Iso! Ja, was? Ich? Du hast angefangen, oder? Okay. Du hast angefangen. Du schießt jetzt auf mich auch noch. Du hast mich gehauen und damit alles angefangen.